Das finde ich, die Military Jacket finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Die ist ganz cool. Ist das hier so ein Belt? Sieht nice aus, passt zu dir. Ja. Aber die Sachen, guck mal, auch so diese verwaschenen Sachen und so, oder wenn da zu viel Print, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, ich trage eigentlich kaum Sachen, Leute, wo so viel Print drauf ist, weil mit tätowierten Armen sieht das dann immer so super bunt aus. Guck mal, so ein Ding hatte ich auch mal überlegt, so ein Sakko zu kaufen. Wobei ich muss sagen, das finde ich schon wirklich geil. Das ist so ein Oversized-Sakko. Und das hat hier, also das, was mich bei den anderen nämlich gestört hat, war immer so dieser Patch, der da dran war, war immer irgendwie gelb. Und jetzt ist der hier aber mal schwarz. Das finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. Das Ding finde ich schon sehr geil. Aber feiert wahrscheinlich auch niemand aus dem Chat, oder? Ein Oversized-Sakko mit so einem Patch dran? Sag mal ehrlich, wer würde sowas tragen? Doch, kann schon. Für 1,8. Ja, war irgendwie für 1,8, ne? 1,850, ja? Nee. So viel Print sieht meistens billig aus. Finde ich auch. Also zu viel Print kann billig aussehen. Nicht in Grau wahrscheinlich. Ich weiß immer gar nicht, was ist denn 50 IT? Was wäre denn überhaupt hier meine Größe? Ich glaube 52 oder so, ne? Matt, was muss ich tragen in Sakko? Wahrscheinlich F4. 54 sogar, denkst du? 50 ist M, 52 L. Ach, krass. 54? Ja, gibt es gar nicht in meiner Größe. Fühle ich, aber ist nicht so mein Style, ist gefährlich. Okay, lass mal gucken. Wer hat noch was geschickt? Vom Fit her sehr nice. Was bei von Amazon hast du mir was geschickt? Okay. Ja, kann ich bestätigen. Also die Urban Classic Geschichten. Die Urban Classic Geschichten von Amazon sind immer ganz geil. Sogar, ich habe ja, also ich habe vieles davon. Auch diese ganzen Tanktops und so, die ich trage, die sind eigentlich immer Urban Classic von Amazon einfach. 12 €, diese Basic-Sachen. Worüber kann man nochmal was schicken? Bei Instagram einfach Direct Message. Aber ich muss sagen, Leute, das Sakko finde ich schon ganz geil. Hast du was von Peso? Nee, habe ich neulich schon gesagt. Ich habe tatsächlich nichts von Peso, aber finde die Marke auf jeden Fall ganz cool. Also für den Preis sehr nice, finde ich. Echt, Felix, du findest dieses Oversize-Sakko für 1,9 für den Preis geht, sagst du, ja? Na gut. Der stabile Shopper auf jeden Fall. So, Moment. Ich habe hier vom Julian noch was bekommen. Ah, Julian, schwierig. Schwierig. Ist ja hier auch ein absolutes Sammlerstück. Aber so gar nicht mein Colorway. Aber fancy auf jeden Fall. Fancy. Erinnert mich an Buffalo. Ja, fancy. Nee, this ist nicht mein Style. Da würde ich mal auf die Größe, also da würde ich mal Größe abchecken. Wie gesagt, Cargo. Nee, das feiere ich auch nicht. Die Taube, haha. Ja, also wir können ja noch mal, also das können wir jetzt trotzdem noch mal kurz zu Ende gucken hier. Heute ist Shopping. Ja, Leute, wir werden jetzt ein bisschen shoppen, aber ihr könnt gerne auch andere Fragen stellen im Chat. Ich beantworte die natürlich auch. Kann man den Stream im Hintergrund auf Handy laufen lassen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, dieses Ding hier, da bin ich auch seit Ewigkeiten, warte mal, StockX, bei dem Ding bin ich auch seit Ewigkeiten auf der Warteliste hier. Ich müsste doch hier irgendwie auch StockX eingeloggt sein, oder? Ich logge mal StockX bei ein. Aber hier für 450, muss ich ehrlich sagen, geht das Ding sogar durch. Das ist Off-White All-Star Collection gewesen und ich wollte unbedingt den Windbreaker und die Schuhe dazu. Findet der, hat der All-Star hier drinne? Die anderen Klamotten auch? Oder hat der nur den Windbreaker? Naja, der hat nur den Windbreaker. Die Schuhe sind halt auch sehr, sehr geil. Genau, und das war dieses, das hatte ich sogar schon mal hier. So, das Problem war halt bei diesem Sakko, also erstmal, ja, dass das jetzt so kariert ist, habe ich nicht gefeiert und dass das hier so gelb ist.
So, das ist halt ja null mein Style, dass hier so was Gelbes rausguckt. Da finde ich jetzt das Graue auch ganz geil. Die Off-White-Shirts in deinen Videos sind vom Stoff her dick. Nee, die Off-White-Shirts sind ehrlich gesagt, die sind nicht so dick. Die haben einfach einen geilen Fit. Ich muss auch sagen, also wenn du jetzt vor allen Dingen diese hier meinst, also die gehen ja auch preislich voll durch. Die haben nicht so einen geilen Stoff, haben aber trotzdem einen relativ guten Fit. Aber wenn ich das jetzt mit dem hier vergleiche, wenn ich mit dem hier vergleiche, ist das um einiges geiler. Ja, auf jeden Fall. Die Cam muss nach rechts, da guckt so ein Pixel durch. Die Off-White-T-Shirts in deinen Videos sind dick, habe ich gesagt. Sakko dann mit Jordan, also Off-White. Auf jeden Fall, Mann. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Also da bin ich jetzt schon tempted, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kommen hier weitere Farfetch-Geschichten rein. Bin mal gespannt. Puh. Ja, also das hier ist gar nicht mein Ding. Das ist mir viel zu verspielt, viel zu viel Print und so. Die hatte ich tatsächlich auch schon mal überlegt zu holen. Wobei ich das X hinten nicht so geil finde. Das ist mir auch too much. Muss ich echt sagen. Das ist mir auch too much. Yes. Nee, Leute, damit macht ihr mich nicht glücklich, muss ich sagen. Was denkt Farfetch, was so mein Ding ist? Eigentlich hitten die immer echt gut, wenn ich hier so auf Neuzugänge gehe. Ist eigentlich immer was dabei, was ich geil finde. Aber guck mal, das wäre ja eigentlich auch mal ganz fresh, oder? Sind das nicht mal freshe Schuhe, sag mal? Meinung zu großen Rückenprints. Ja, kann man schon machen. Also ich finde, es kommt halt wirklich drauf an. Es kommt halt immer drauf an. Also mein Style ist ja eher, also mein Style ist immer oversized und relativ wenig Print, wenn dann noch am ehesten auf dem Rücken. Ja, ne? Mit weißen Socken, Sandalen, safe, oder? Die wäre noch mal was. Stell dir mal vor, so beim nächsten Event, so alles oversized Dress, unten Tennissocken und die Sandalen einfach. Habt ihr was geschickt? Moment, bist du? Wo hast du mir was geschickt? Bei Instagram. Mal kurz gucken. Also ich habe folgende Nachricht gerade bekommen. Hey Torben, kann ich wir auf Insta mehr Follower bekommen und Geld verdienen? Könntest du mir da Tipps geben? Wäre doch nett, Fragezeichen. Würdest du mir vielleicht zurückschreiben? Also bei solchen Fragen, Leute, weiß ich immer nicht, was man darauf wirklich antworten soll. So. Okay. Jesus, haben wir die nicht gestern schon angeguckt, Leute? Diese Air Max? Nee, nee, Bro. Da will ich eigentlich schon wieder gar nicht draufklicken, was du mir hier schickst. Ach ja, das sind diese Schuhe, wo so ein Weihwasser unten drin ist, ne? Ja, ich hatte da einen Artikel drüber. Genau, das sind so Jesus Walk on Water Sneaker. Und da ist doch irgendwie so ein bestimmtes Wasser drin, gell? Was war denn nochmal die Story dahinter? Runde Kappe, flache. Genau, was war nochmal hier die Story, Leute? Haut mal die Story dazu raus. Das war doch irgendwie so Weihwasser oder so, was da drin war. Ja, wahrscheinlich Bild. Sneaker mit Weihwasser, guck mal, da ist es doch. Ja, das hatte ich nämlich gelesen. Der heilige Sneaker, gerade am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, schuf Jesus Schuh, ob die Gottlinge. Hier. Gefüllt mit 60 Milliliter heiligem Weihwasser aus Jordan. Danach gesegnet und mit einem Stahlkruzifix auf den Schnürsenkeln gekrönt. So sieht's aus, Leute. Also, wer die Schuhe trägt, der, also wer die Schuhe trägt, hat wirklich alles. Also, da ist einiges schiefgelaufen. Finde das echt asozial. No joke, eine Schande. Ja, also das ist selbst mir als nicht wirklich religiöser Mensch, unangenehm, muss ich sagen.
Ja, also Jesus Sneaker für 4000 Euro. Ich denke nicht. Habe dir eben ein Bild geschickt. Die Jacke ist mega, aber von... Wo hast du mir die geschickt? Ah, diese Jeansjacke. Ah, du hast mir auf Instagram sehr smart. Du hast mir ein Bild von dir selber geschickt, wo du diese Jacke trägst für kostenlose Promo in dem Stream, oder? Nee, die Jacke ist auf jeden Fall fresh. Safe. Also, die ist auf jeden Fall fresh, die Jacke. Aber bei einer Jeansjacke, ist halt so meine Meinung immer, bei einer Jeansjacke, ich finde immer, die muss destroyed sein. Die kosten 4.000, die Jesus Sneaker, weil Kirchensteuer noch draufkommt. Ja, ist echt so. Kirchensteuer war das erste, was ich auf jeden Fall in der Selbstständigkeit abgeschafft habe. Ich bin nämlich direkt aus der Kirche ausgetreten. Ja, also das sind auf jeden Fall nicht meine. Welche soll ich noch abchecken? Balenciaga Speed Trainer. Ja, die habe ich mir auch mal, also habe ich natürlich mal angeguckt. Aber welche Hose zieht man da dazu an? Ja, also ich habe schon ein paar Mal damit geliebäugelt. Da gibt es ja jetzt auch, glaube ich, sogar neue Colorways. Und zwar mit Rot habe ich die neulich mal gesehen. Die wurden mir hier angezeigt. Und dann habe ich so gedacht, ja, also eigentlich sind das schon so meine Schuhe. Wo sind die denn jetzt? Gibt es die Speed Trainer nicht in Rot? Doch. Genau, welche hatte ich da? Oder sind das nur die mit so roten Elementen? Ja, wahrscheinlich waren das nur die mit roten Elementen, gell? Dann hatte ich die gesehen und dachte mir so, ja, okay, eigentlich könnte ich da schon mal drüber nachdenken. Aber was zieht man dazu denn für eine Hose an? Die haben ja auch extra kein Model hier abgebildet. Ich mache schnell meine Hausaufgaben. Das ist gut. Wie schaut es mit Twitch-Partner aus? Bin ich ab morgen? Ich trage jetzt seit einem halben Jahr zwei verschiedene Cargos. Mein Geld wird in Bücher investiert, bis ich mir irgendwann solche Sachen leisten kann. Ja, ist auch geil, auf jeden Fall. Ey Leute, ich habe lange Zeit. Wie liest du die DMs auf dem Monitor? Naja, ich bin in meinem Instagram eingeloggt, auf dem anderen Monitor. Und habe die DMs offen. Ich bin lange Zeit, habe ich gar keinen Wert drauf gelegt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch alle möglichen Sachen immer angehabt. Aber das ist auch mehr oder weniger so ein Hobby geworden, sage ich jetzt mal. Dieses Shirt wurde mir noch geschickt. Die Speed Trainer finde ich aber nicht so fresh. Ja, ich weiß nicht, ich finde sie auch irgendwie nicht so. Also, dass sie übelst bequem sind, glaube ich, aber ich finde sie auch nicht so fresh. Plus, ich weiß nicht, welche Hose man dazu anzieht, damit die einigermaßen okayisch aussehen. Das ist halt auch so das Ding. Speed Trainer sind das Geilste. Ja, dann schick mir mal ein Outfit mit denen. Sieht aus wie eine Socke im Sommer, unpassend. Ja, das Shirt ist cool, safe, aber halt grün, ne? Also wäre das jetzt ein... Ah, und hinten hat das diese Hand drauf. Nee, das mit der Hand feiere ich nicht. Ist zu viel Print für mich. Ich habe dir gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wo hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Bräuninger. Let's go. Lavu, ja. Kann man bei Lavu eine Freundschaftsanfrage verschicken? Okay, das ist jetzt, würde ich sagen, schon ein Piece, was ich mir ziehen würde. Safe. Also, kennst du das Balenciaga mit dem Öko-Zeichen? Kenne ich, ja. Aber das muss ich sagen, das Ding finde ich schon ganz geil. Ja, aber das ist auch so cremefarben, oder? Ja, das haben die auch ganz gut kombiniert hier mit der kurzen Hose, so Camo-Style, feiere ich. Doch, das finde ich geil. King Spider ist eine coole Fashion-Seite, kenne ich nicht. Aus Versehen bei Twitch. Ja. So eine schwarze Cargo wäre passend zu den Schuhen. Echt, findest du eine Cargo und Speed Trainer? Cargo Pants and Speed Trainer Outfit. Lass uns mal angucken, Leute. Ja, aber guck mal, wie das aussieht. Kann man das sehen? Das ist so. Es ist ja wirklich so, als wenn du die Hose so in den Socken reingesteckt hast, oder?
Findest du das so fresh? I don't know. Puh, schwierig. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Ja, ist Geschmackssache. Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Aber zum Beispiel, genau, guck mal, das ist nämlich meine Vermutung gewesen. Ich kann es jetzt gar nicht groß machen, irgendwie das Bild. Guck mal, dass das so aussieht. So die Hose geht so runter und dann auf einmal wird das so super eng. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich irgendwie richtig weird. So, dieser Look, den finde ich richtig weird. Miltech hat eine geile Cargo. Schick mir die gerne mal. Finde, die Schuhe passen nicht zu der, finde ich auch. Zu Speedtrainer kann man, wenn, dann Jogger anziehen. Schon, gell? Ja, und das ist dann wieder so ein Ding. Also, guck mal, das zum Beispiel finde ich, wenn du jetzt so die Hose drüber packst, dann entfalten die ja nicht so wirklich ihre Wirkung, diese Speedtrainer, oder? Das sei so ein bisschen zweckentfremdet. Aber so würde ich das wahrscheinlich auch tragen. Habt ihr einen Hoodie auf Insta geschickt? Okay, wir schauen. Also das haben wir auf jeden Fall noch, aber auch gar nicht mein Ding. Fit finde ich gut, Print geht gar nicht. Also Fit finde ich gut, Print geht gar nicht. Ne, kann man auch nicht mal anders tragen. Okay, was schickt er hier? Der Fit ist ganz nice. Moment. What? Dieses Shirt. How to pick up chicks. Ey, ich habe neulich mit Michi darüber geredet, mit dem Schulte. Glaubt ihr, dass solche Fun-Shirts noch in sind? Also sind solche Fun-Shirts noch in oder nicht? Ja, den Link, wenn du ihn hier schickst, wird der, glaube ich, gelöscht. Von daher, ich glaube nämlich auch, dass, ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass das nicht mehr in ist, diese Fun-Shirts. Absolut nicht, oder? Weil ich würde es auch nicht anziehen. Kommt auf die Person an. Ich finde diese Fun-Shirts, ganz ehrlich, wer trägt solche Fun-Shirts? Meistens so typische Malle-Touristen, oder? Irgendwie so Leute, die so eigentlich immer broke sind und so zweimal im Jahr so auf Malle sich halt zulaufen lassen. Das sind für mich so Leute, die so Fun-Shirts tragen. Die immer meistens so ein bisschen dicklich sind. So Biertrinker auf Malle. Die haben dann so ein Fun-Shirt an, wo so Single vorne draufsteht oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, so coolere Leute, genau, so dickliche Nerds, genau, die tragen noch, ja gut, das passt halt schon zur Schulter irgendwie auch, ne? Nein, Spaß. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die solche Shirts tragen. Ja, wahrscheinlich schon. Ist das nicht so ein Dorfding? Kann sein. Und dann 10, 15 hochlernen. Schulte-Fett safe. Schulte ist ein sehr, sehr geiler Typ. Wo ist Matt? Matt, habe ihn eben geschrieben, aber keine Chance. Ja, Leute, der sitzt mir, wie gesagt, gegenüber. Ja, warte mal, hier habe ich noch ein Farfetch-Bild. Ja, Problem ist, Bro, bei dem Bild, was du mir geschickt hast, das ist dieses hier. Das ist, also der Hoodie ist nice, aber ich sag euch dazu was. Den Hoodie würde ich nicht kaufen, weil unsere Selfmade-Hoodies genauso aussehen. Die haben auch so die goldenen Bömmel und so weiter. Und warum soll ich jetzt von einer anderen Marke einen Hoodie kaufen, wenn ich selber eigene habe, wo Selfmade draufsteht, die auch in diesem Look sind. Aber der Look ist cool, safe. Habt ihr bei Insta T-Shirt-Link gesendet? Okay. Ah, okay. Stampede, interesting. Frage ist halt wieder, ist das mein Fit? Ja, könnte schon, ne? Aber das ist halt so bläulich, gell? Man kann nicht subben bisher. Man kann morgen erst subben. Mhm. Also finde ich cool, auf jeden Fall. Mhm. Hey Matt, wollen wir eigentlich noch bestellen bei dem Afghanen oder so? Ist halt, also wenn, können wir es noch 8 Minuten lang machen. Kannst du es machen? Also ich finde das Shirt nicht schlecht, aber ich glaube, wie teuer ist das? 84 Euro. Ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es nicht geil genug, um es zu kaufen, glaube ich. Habt ihr bei Insta geschickt. Warte mal, hast du mir noch mehr geschickt hier an Ken? Habe ich die anderen gezeigt? Ja, habe ich. Okay, warte, was hast du mir geschickt?
Gas Jacket. Moment, du hast mir einen Google-Link geschickt, oder? Die Jacke, aber leider nicht mehr zum Kaufen. Aber welche meinst du denn? Welche ist das denn? Weil wenn ich auf deinen Link klicke, dann öffnet sich bei mir einfach Google. Meinst du die diese hier oder was? Die Stared-Out-Jacke? Diese hier? Finde die Jacke leider nicht mehr zu kaufen. Wird bei Selfmade auch noch andere Schriftzüge geben? Yes, wird kommen. Ja, ist eine coole Jacke, safe. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch wieder sehr bunt, ne? Matt kommt erst ins Bild, sobald es Subs gibt. Ja, stimmt. Matt ist ja bei uns auch eher so der, sag ich mal, Geldtyp. Unter 500 Streams komme ich gar nicht. Guck mal, er sagt, unter 500 Streams kommt er gar nicht rein. Das gibt er sich gar nicht. Leute, da müssen wir wirklich gucken, dass der Stream hier größer wird. Weil für Matt ist das hier alles zu klein. Wo sind die Inder? Ja, genau. Leute, wir brauchen Fake-Follower. Kauft mal bitte drauf. Die Stimme aus dem Hintergrund. Vor allen Dingen, wir sitzen ja auch komplett im Dunkeln, ne? Muss man auch mal sagen. Unser Loft ist komplett dunkel einfach. Abgehoben. Ja, das stimmt. Aber da stehen wir ja auch zu. Also, Pickup Chicks. Nope. Das ist geil. Nicht mein Style. Das ist ein guter Fit. Aber. Nee. Speed Trainer. Nee. Die machen wir auch nicht, Leute. Die müssen auch weg. Das hier ist auch nicht meine Farbe. Ja, es wird eng. Wir haben nur noch Jesus offen. Wir haben noch die Off-White-Hand. Das Shirt kann ich jetzt wirklich jedem empfehlen. Also das ist wirklich ein geiles, wer wirklich mal Off-White haben will oder so, das ist schon ein geiles Off-White-Shirt gewesen. Ja, kennst du Pulli? Okay, der ist auf jeden Fall am Start. Jetzt gucke ich hier nochmal durch. Nee. Konntest du noch, oder? Geil. War das Klebeband auf dem Shirt? Ja, Leute, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Und zwar, wenn ihr wirklich dieses Off-White-Shirt euch kauft, dann wird es Leute geben, die werden euch bei Instagram fragen, hey, warum hast du die Brand abgeklebt? Ich kriege jedes Mal, wenn ich dieses Shirt trage, ich habe das ja in Schwarz und Weiß, kriege ich immer Nachrichten, hey Torben, warum hast du denn das Shirt abgeklebt? Darfst du das nicht zeigen? Ist das Werbung oder weil die Leute denken wirklich, dass ich das scheiß Shirt abklebe, damit man die Brand nicht sieht. Ah, ich verzauere jetzt gar nicht mehr. Habt ihr was geschickt? Okay. Gut. Burberry. Okay, ja. Das finde ich nicht schlecht. Hier mit dem Bitcoin drinne. T-Shirt mit grafischem Print von Burberry. Aber man sieht wieder nicht, wie groß das Model ist und welche Größe er trägt. Hab das bei Knossi gesehen, hab das auch zuerst gedacht. Ja, das ist geil. Das ist auf jeden Fall nice. Safe. Das ist schon ein cooles Shirt. Das ist schon ein cooles Shirt. Aber ich denke mir jedes Mal, also wenn ich jetzt so vorm Spiegel stehe, ne, denke ich mir jedes Mal, wenn ich jetzt so ein Basic-Shirt anziehe, wie jetzt zum Beispiel dieses hier, oder so ein Shirt mit so einem dicken Print. So, wie gesagt, dadurch, dass halt die Arme tätowiert sind, ich denke jedes Mal, dass das Basic-Shirt besser aussieht als das Shirt mit dem Print. So, ich hatte auch mal überlegt, mir diesen Gucci-Pulli zu kaufen, wo vorne dieses fette Gucci-Logo drauf ist. Aber irgendwie finde ich dann Basic immer geiler durch die Tattoos. Du hast bei Farfetch gerade das Shirt von Off-White. Basic ist immer besser. Habt ihr eine Cargo-Hose geschickt? Ja, wo hast du die geschickt? Per Anfragen oder hat der Beruf, den du hast, einen Namen? Markenkonzeptdesigner oder so? Also wie gesagt, Leute, best of Instagram-Nachrichten ist immer wieder geil. Dieses Shirt. Ja, das Shirt hatte ich auch schon mal überlegt. Aber Basic kombiniert sich am besten, stimmt. Aber schau mal, bei dem Shirt ist es doch so, Balenciaga, bei dem Shirt ist es doch so, ich müsste doch hier jetzt, ja guck mal, erstmal XS, ja, was soll ich denn damit machen? Ich finde Balenciaga ist tendenziell immer eng. So, also in dem Shirt müsste ich doch safe XL, also mindestens XL tragen oder so, oder? Das finde ich auch im New Yorker. Ja, ist halt echt ein bisschen so, ne? Und was, genau, was ich halt mega wack finde,
ist dieses Balenciaga-Schild hier dran. Das finde ich ganz komisch. Das finde ich ganz komisch. Also, ja, das ist einfach so, da haben die so gedacht, okay, was können wir für ein heftiges Designer-Element reinbringen und haben einfach das Schild, was normalerweise drinnen klebt, nochmal draußen dran geklebt. Also, ich würde das mit der Schere abschneiden, ja, ehrlich gesagt, ich auch. ja, das finde ich weird. Warte, Felix hat hier noch was. Retro-Shirt. Nee, ist also auf jeden Fall nicht mein Ding. Fit ist interesting, aber sieht sehr kurz aus. Ist das so oben breit, unten bauchfrei mäßig? Fehl am Platz, wie ein Kofferschild, wenn man im Suff verloren geht. Ja, echt so. Wie kann man eine Reichweite aufbauen? Okay. Also, dass es so washed out ist, finde ich cool. Fit, wie gesagt. Irgendwie, Balenciaga hat halt auch so ein, ist auch so eine Marke, die eigentlich nur noch verkauft irgendwie, weil die so kranken, also die haben einfach kranken Hype, oder? Und die können einfach alles verkaufen. Also ich finde wirklich viele Pieces von Balenciaga tendenziell nicht geil, aber die erfahren einfach einen kranken Hype und deshalb kann man die verkaufen. Also zum Beispiel diese Cap. Ich möchte wirklich mal wissen, wann sieht diese 300 € Cap geil aus? Also ja, wenn du ein blaues Outfit trägst oder ein blau-rotes Outfit trägst in genau dem Colorway, dann passt die. Aber da, sorry, aber das ist doch keine geile Cap, oder? Monte hat die echt jetzt. Also das möchte ich mal sehen. Also das für 300 € diese Cap fühle ich gar nicht. Also würde ich, wie gesagt, nicht mehr for free würde ich die tragen. Und dann zum Beispiel auch diese, was ist das? Sandalen mit Logo. Oh. Echt jetzt? Sandalen mit Logo? Also wer kauft sich die und sagt, ja, die rap ich diesen Sommer. So, weil das ist der neueste Shit. Noch nie verstanden, warum man sowas kauft. Das sind doch einfach so Allmann-Sandalen. Nein, ich würde das nie, ich würde es niemals tragen. Eva, wieso hast du mich auf Instagram geblockt? Tja, wenn du auf Instagram geblockt bist, mein Lieber, dann hast du irgendwas gemacht, was gegen den Kodex geht. Wahrscheinlich mir ein Fragezeichen geschickt auf eine Frage oder so. Du bist doch Allmann, Torben. Ja, aber ich trage solche Sachen ja nicht. Ich versuche, meinen Allmann in der Kleidung zu verstecken. Was ein V-Mann. Kannst du mal kurz was zu dem Branding der Marken sagen? Ich kenne mich mit dem Branding der Marken nicht so krass aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur Balenciaga halt mitverfolgt. Ich habe damals einen Shopping-Stream gemacht mit Mark Eggers. Und da waren wir in Los Angeles zusammen. Ich finde es mal ganz wichtig. Und da hat der Mark Eggers zu mir gesagt, Torben, kauf dir mal die Balenciaga Triple S. Hier, das ist der Shopping-Stream. Und ich habe seitdem, ich habe diese Schuhe noch nie angehabt. Und ich habe diese Schuhe noch nie angehabt und jetzt will er mich besuchen kommen und will mir diese Schuhe abkaufen, weil er sagt, er findet die so geil. Das ist auch, also ein ganz, ganz, ganz schlimmes Video, muss ich auch sagen. Ganz, ganz schlimmes Video, was wir da gemacht haben. Krass, ey, wie dünn ich da war, ne? Als wir mit Eggers in L.A. waren, guck mal, wie dünn ich da war, Matt. Das ist 2 Jahre her oder so, ne? 1,5 Jahre. Kein Bart, mega dünnem Gesicht, anderer Mensch. Ja, auf jeden Fall, da habe ich das erste Mal so von Balenciaga und dann haben die danach ja auch den übelsten Hype bekommen und alle haben halt diese Pullis, wo halt einfach so dick, fett balanciert, diese Pullis, die sind ja mega in, die gibt es ja in jedem Colorway. So, und ganz ehrlich, ich habe auch schon mal überlegt, mir so einen zu kaufen in Grau, aber die kosten halt 860 €. Und ich weiß, dass ich hier halt wirklich nur diese Brand kaufe. Zum Beispiel bei Louis V ist es so, ich habe ja auch so ein paar Louis V Pieces. Du merkst halt bei Louis V, finde ich so richtig krass, diese Qualität, wenn du da was kaufst. Ja, finde ich. Bei Balenciaga kann ich das nicht sagen. Also ich finde, bei Balenciaga spürt man diese Quali nicht. Deshalb, ich habe das Gefühl, die Brand ruht sich eigentlich nur auf diesem Hype aus.
den die haben. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Jetzt ruft der Matthias mich hier an. Matthias, ich bin im Twitch-Stream. Die Leute hören dich jetzt. Ach lol, stimmt. Sorry, voll vergessen. Was willst denn du? Einfach mal fragen, wie es dir geht. Auf freundschaftlicher Basis. Ja, mir geht's gut. Soll ich dich wieder in Valorant carryen oder was ist dein Problem? Ja, okay, Bro. Du kannst mal die Screenshots zeigen. Mach doch mal, wie ich gezeigt habe. Nee, werde ich jetzt nicht machen. Wie sieht's aus? Ja, mach mal. Willst du noch, kommst du noch vorbei? Komm, du stehst doch für Transparenz, oder? Von daher zeig den Leuten doch einfach mal. Mein Name ist ja im Game auch klar zu erkennen. Der Punkt ist, ganz klar, wer ist. Der Punkt ist, Leute, Matthias hat sich einfach in Valorant Matthias Fuhrmann genannt. Also sein Charakter heißt einfach Matthias Fuhrmann. Und ja, ein bisschen Valorant mit Matthias, ja, können wir auf jeden Fall mal, wir können es auf jeden Fall mal streamen. Ich sag euch ehrlich, warum ich es bisher nicht gestreamt habe, Leute. Weil wir einfach zu schlecht sind. Was halt wir? Weil wir einfach ein bisschen. Was halt? So, ich mache ihn einfach mal leise. Weil wir einfach zu schlecht sind. So, Matthias hat, ja, man kann es ja ehrlich sagen. Also, Matthias hat die ersten Runden nicht so wirklich viel gecheckt in dem Game. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt streame, dann blamier ich ihn halt auch öffentlich und jeder weiß, dass er es ist, weil er heißt, wie gesagt, im Spiel Matthias Fuhrmann. So. So krass, ne? So krass, diese Lügen. Morgen kommt YouTube-Video, wie ich die Marke Torbenplatz entlarve. Ja. Hier schreibt schon einer, kann euch beide pushen. CSGO war ich Global. Ich weiß nicht, was Global heißt. Global Band oder was. Aber wenn wir spielen, also ich sag mal so, Leute, wenn wir spielen, Valorant, bräuchten wir auf jeden Fall Leute, die uns pushen. Das ist mega wichtig. Also ja. Für Torben halt, ne? Also ich sag dir, Torben, kannst du das nochmal sagen? Ich mach's nochmal kurz leise wieder. Ja. Matthias, pass auf. Du, pass auf. Ich werde jetzt noch kurz streamen. Willst du noch vorbeikommen? Ja, dann mach das doch einfach. Ja, wie? Melde ich mich danach? Nee, kannst jetzt schon. Ist alles gut. Nee, ich stream nicht mehr lange. Tschüss. Ja, das war Matthias. Wie gesagt, der ruft immer an, Leute, weil der will immer gecarried werden.